Ich möchte keinen Mist bauen. Aber ich tue es trotzdem. Nein, ich wollte doch einen weiter nach rechts. Es ist zum Heulen. So. Komm mal her. Da, es ist auch nicht was weggegangen. Und da geht noch mehr weg. Ja, komm, darauf. So, gelb. Grün. Stern. Packen wir hier noch einen roten drauf. Ach, grau. Ja, da könnte ich jetzt... Ah, komm. Ah, ist mal rot wegmachen. Und die beiden dahin. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, was ich hier mache. Das war jetzt hier nicht geplant, dieses Verschieben da wieder. So. Ja, das war irgendwie so klar, dass der wieder dahin fallen muss. Okay. Noch ein Stern. Ich hau ihn damit drauf. Dann wird der silberne zum goldenen Stern, aber ist okay. Ja, okay. Mittlerweile geht das an. Okay, dann nehmen wir mal die nächste Frage. Was würde ich mir für ein neues Crash Bandicoot-Spiel wünschen? Upsala. Es war ja ein Gespräch, dass es für die PlayStation 4 ein neues Crash-Spiel geben wird. Mittlerweile habe ich, glaube ich, gehört, dass das doch wieder wohl nicht rauskommen soll. Keine Ahnung, was da immer hin und her getextet wird. Ich lasse mich einfach überraschen, ob jetzt eins kommt oder nicht, und habe da jetzt keine großen Erwartungen. Aber was ich mir natürlich wünschen würde, wenn es noch einen Teil geben würde, dass man sich auf jeden Fall auf die alten Teile konzentriert. Also die als Vorbild nimmt, die Teile von Naughty Dog. Also Teil 1 bis 4, sag ich mal. 1, 2, 3 und Crash Team Racing. Das sind für mich die besten Crash-Spiele. Und, ja. Also so in dem Stil wäre es cool. Auf jeden Fall wieder ein Warp-Room-System wäre schön. Kein Open-World-Spiel, weil Crash ist einfach kein Open-World-Spiel. Das passt einfach nicht. Und, diese ganze Sache mit den Mutanten und so, das bitte wieder weglassen. Das war vielleicht mal ein ganz nettes Experiment, aber bitte belasst es beim Experiment. Es passt nicht in die Crash-Welt. Das habe ich ja auch während der Let's Plays einmal angesprochen. Ist eine ganz nette Idee und es würde vielleicht auch Sinn machen und mehr Spaß machen, wenn man das Ganze halt mit einer komplett neueren, ja, mit neuen Charakteren aufgezogen hätte und das Ganze einfach nicht Crash genannt hätte. Weil damit wurde eigentlich die Crash-Reihe so ein bisschen verhunzt. Twinsanity ist noch okay, würde ich sagen, weil da ist das Jump-and-Run-Schema eigentlich noch dasselbe, auch wenn das Spiel ein bisschen verbuggt ist, das gebe ich gern zu. Aber das macht doch als Crash-Spiel an sich Spaß, weil halt auch die ganzen alten Charaktere mit dabei sind und die auch optisch noch so aussehen wie die alten Charaktere, was sie ja ab Crash of the Titans dann komplett geändert haben. Die sehen ja alle anders aus, haben andere Stimmen bekommen und boah. Ja, es passt einfach alles nicht mehr zusammen. Und da haben sie sich keinen großen Gefallen mitgetan. Und ja. Deswegen würde ich mir schon wünschen, wieder im Stil der alten Teile, so wie sie damals aussahen und auch storytechnisch gerne so wieder. Und halt dieses Warp Room Schema, das halte ich schon für wichtig, weil das, ja, das passt einfach besser zu Crash und da kann man auch viel mehr mit anfangen und viel mehr mit, ja, da kann man besser mit arbeiten, muss ich so sagen. Ja, das zum Thema Crash Bandicoot. Und mein Mund ist schon wieder so trocken, ich muss mir gleich unbedingt nochmal was zu trinken einschenken hier. Allerdings bin ich hier gerade wieder so ein bisschen am Verzweifeln, weil ich hier Scheiße bau. Ich mach das, ich riskiere das jetzt. So scheiße war das, glaube ich, gar nicht. Ich bin ganz, ganz vorsichtig jetzt hier und versuche einfach keinen Mist zu bauen. Mhm.
Da haben wir das mal weg, ja. Da hinten ist noch eine grüne, die ich ergattern könnte. Aber ich könnte hier auch eine rote hinspeisen, ja. Und die grüne könnte ich mir ja trotzdem holen. Warte mal, die graue wäre gut. Ja, so ist gut. Hauen wir die grüne ruhig dahin. Ist zwar wieder riskant, aber ich mach das, oder? Ja, komm. So, jetzt bräuchte ich eine grüne, das wäre geil. Wir müssen auf jeden Fall hier ein bisschen beschweren. Rote. Da ist eine grüne. Sehr gut. Das wieder nach unten gebracht. Und jetzt können wir den Block hier auflösen. Das ist sehr gut. Ich könnte noch mal so eine, wenn ich noch eine zweite braune kriegen würde, dann könnte ich die da hinten hinschmeißen. Da warte ich erst noch drauf. Nehmen wir uns eine rote. So. Da ist so eine braune. Will ich das machen? Ich habe Angst. Ich mach das. So. Ah, die. Ja, wenn ich jetzt die hellblaue hier kriegen könnte, ne? Das wäre sehr geil. Ja, Stern brauche ich eigentlich nicht. Ah, grau ist eigentlich auch ganz schlecht gerade. Ah, warte mal, die rote. Die nehme ich mir. Hierhin? Nee, ich mach das hier. Und hol mir die blaue. Das war eine gute Idee. Ja, das habe ich gut gemacht. So. Nächste Frage. Ich möchte den Zettel ganz gerne auch abarbeiten. Falsche Seite. Meine Lieblingsbücher. Also sind also kleine Fragen hier, die wir schon mal hatten. Lieblingsbücher, ja, also ich lese allgemein halt sehr viel von Stephen King. Und da ist mein Lieblingsbuch immer noch mit Friedhof der Kuscheltiere, weil das auch das erste Stephen King Buch war, was ich jemals gelesen habe. Damals noch als Schulpflichtlektüre. Und dadurch habe ich Stephen King auch erst kennengelernt. Also ich kannte den Namen natürlich, aber ich habe nie was von ihm gelesen vorher gehabt. Desperation ist ein sehr cooler Roman von ihm, den mag ich auch. Ja, ich habe das so. Dann kann ich hier machen und dann kann ich hier machen. Sehr geil. Was ich sehr cool finde, ist Dr. Sleep, habe ich jetzt kürzlich erst zu Ende gelesen, ist praktisch die Fortsetzung von Shining, wenn man so will. Hat mir sehr gut gefallen. Puls ist auch ein sehr, sehr geiles Buch. Basiert so ein bisschen, also was heißt basiert, aber es richtet sich so ein bisschen nach der Walking Dead Reihe. Ja, ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, klingt das bei Stephen King, aber ist tatsächlich so. Ist so ein Endzeit-Ding. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich bin in Versuchung, mir das zu holen. Ich mag auch die Reihe von Darren Shan. Das ist so eine Vampir-Reihe. Die gefällt mir sehr gut, habe ich auch ein paar Bücher von. Wobei ich da eigentlich erst das Hörspiel kannte, der Mitternachtszirkus. Gibt es auch einen Film zu, den ich aber noch nicht gesehen habe. Den möchte ich ehrlich gesagt nicht gucken, weil ich Angst habe, mir meine Fantasie kaputt zu machen. Das ist immer so eine Sache. Und ja, wie gesagt. Also habe ich das Hörspiel gehört und dann habe ich mir die Romane gekauft. Ich glaube, ich habe 7 Romane von Darren Shan mit der Vampirreihe Mitternachtszirkus, dann die Freunde der Nacht und dann die. Wie war das? Die große Stadt? Oder nur die Stadt? Irgendwas mit Stadt. Also die ersten 3 Romane und dann, ja, die anderen Bücher weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Jedenfalls, die ist sehr cool, die Reihe. Würde mich auch freuen, wenn das irgendwann mal weitergehen würde. Ist gelesen von Jens Wawrzyk übrigens, der Peter Shaw von den 3 Fragezeichen normalerweise spricht. Und das gefällt mir halt dann schon sehr, sehr gut. Nein!
Oh, habe ich ein Schwein gehabt. Ich habe da wieder nicht hingeguckt. Okay, es ist der Haufen wenigstens endlich mal weg. So, es ist zum endlich auch mal keine Gefahr gerade aktuell. Das ist schön. Und ich könnte jetzt tatsächlich hier langsam mal das Spiel erreicht haben, wo mehr drin ist. So nicht, wenn ich so weitermache. Das musste ich leider machen. Okay, das war nötig. Okay. Schnell wieder ein bisschen aufs Spiel konzentrieren hier. Mhm. Grün ist okay. Ach, dieses dunkle Grau. Ich glaube, da habe ich noch gar keinen von weggekriegt, ne? Das müssen wir gleich noch machen. Da. Ich würde den gerne nehmen, aber dann habe ich schon wieder das Risiko, dass er. Ja, komm, ich mach das. Oh, das darf ich nicht machen. Ich schmeiß den hier hin. Das könnte ich machen. Passen da zwei hin nacheinander? Ja. Ich gucke jetzt schon doch ein bisschen aufs Gewicht. Ich habe Angst. Komm, ich hau die ganzen Sterne hier weg. Was soll der Scheiß, ne? Komm, weg damit. Boah, dass die Kugel direkt 10 wiegt, ist aber auch schon heftig, ne? So. Na komm, ich muss da immer mal was reinschmeißen, da. Okay, jetzt kann ich ja ein bisschen was vollschmeißen. Also ich beantworte nochmal die letzten zwei Fragen hier. Wobei, oh, wir haben ja noch Zeit eigentlich. Ich trinke mal eben. Ich kann gar keinen Schluck trinken, weil ich nichts im Tee habe. Moment. Ja, guckt euch ruhig das Bild noch ein bisschen an, überlegt, was wir da machen können. Ich schenke mir doch derweil einen Tee ein. Und ärgert euch gleich darüber, wenn ich nicht das mache, was ihr machen würdet. Denn so weit wird es wahrscheinlich gleich kommen. So. Ja, die nächste Frage habe ich eigentlich auch schon x-mal beantwortet, nämlich mein Lieblingsessen. Und da habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich ein großer Fast-Food-Fan bin und alles, was so mit Currywurst, Pommes, Hamburger, Hotdogs, Pizza, Baguettes zu tun hat, da fühle ich mich zu Hause. Und abgesehen von diesem ungesunden Essen, also so Hausmannskost, mag ich sehr gerne. Hühnerfrikassee, was mache ich denn noch gerne? Chili, ich esse sehr gerne Chili. Ich mag eigentlich vieles. Ich esse auch gern Grünkohl. Heute gab es zum Beispiel Räuber-Hotzenplotz-Essen. Das kennt wahrscheinlich gar nicht viele unter dem Begriff. Das ist einfach Sauerkraut mit Bratwurst und Kartoffelpüree. Das ist Räuber-Hotzenplotz-Essen. Oh, eine Mine. Das finde ich ja mal nett. Jetzt muss ich überlegen, was mache ich denn jetzt am besten mal kaputt? Den hier? Ja, komm, hau ich den weg, oder? Den hau ich weg. Ich habe extra den niedrigeren, mit niedrigerem Wert genommen, damit der praktisch nicht weggeschmissen wird. Weil wenn der hier schwerer ist, kann ich halt die Mine nicht wegschmeißen. Versteht ihr? Ich hoffe, ihr versteht das. Also eigentlich kann man nicht viel verkehrt machen, wenn man die Mine hat. Das habe ich auch schon zigmal erzählt, aber Leute, die mich kennen, wissen, dass man auch mit der Mine viel verkehrt machen kann. Und wenn ich den Bildschirm jetzt gleich auflöse, dann ist die Mine natürlich auch weg, was sehr, sehr schade ist, aber... Ja. Okay, pass mal auf, wir machen das so. Aber ich glaube, ich werde den Bildschirm nicht auflösen, so wie es aussieht. Damit haue ich auch mal einen weg, und zwar den hier. Okay. Okay, das könnte auf jeden Fall unsere längste Runde werden. Und das wird sie auch, weil, beziehungsweise, ja, das ist die Frage. Ich will ja auch irgendwann zu Ende kommen mit dem Special hier. Special! Mit dem Swing, mit der Swing-Session. Aber wir haben ja noch 10 Minuten, sehe ich gerade. Also alles noch im grünen Bereich. Ja, pass mal auf, wir nehmen uns mal den. Und zack, dass wir das so ein bisschen tiefer kriegen, das Ganze hier. So, so, dann brauchen wir gleich so einen Schwatten. Ne, das ist keine gute Idee. Der kann weg. Ich nehme nochmal lila. Tsch,
Scheiße, das war nicht schnell genug. So, jetzt war ich schnell genug. Oh, 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 oh. Ich hatte halt nur. Ich musste die schnell schmeißen, weil ich Angst hatte, dass ich sonst die Mine mit kaputt mache. Aber das hat halt noch geklappt. Okay, jetzt nehmen wir den. Meine Tor-App geht hier gerade die ganze Zeit ab. Stimmt ja, Bayern spielt ja heute, das fällt mir gerade ein, gegen Juventus Turin. Da hatte ich eigentlich gehofft, dass Turin gewinnt, damit die Bayern aus der Champions League rausfliegen. Wo wir wieder beim Thema wären, von wegen, ja, wie magst oder magst du die Bayern? So. Dann machen wir den mal daneben. Oh, komm mal her. Achso, das hat sich gerade erledigt. Ich dachte, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Aber das geht noch, okay. Dann können wir hiermit auch wieder einen wegmachen. Zum Beispiel den, ne? Der nervt eigentlich nur, oder? Soll ich den wegmachen? Okay. Diskussion beendet. Ja, komm, hau weg die Scheiße. Die Musik ist eigentlich auch ganz cool. Oh, wenn ich noch einen Stern kriege, könnte ich ja den Bildschirm löschen. Hätte was. Na, doch nicht so. Alex, pass auf, was du tust. Wohin damit? Kann ich nicht gebrauchen. Und wieder eine neue Farbe sehe ich gerade hier. Oh, der macht doch alle von einer Sorte kaputt. Was mache ich denn mal kaputt? Grau? Dann rutscht da alles an Tiefe. Die Grünen. Ah, okay, das ist ein Ort. Ja, können, dann mache ich die Sterne weg. Weg sind sie, die schönen Sterne. Ja, ich nehme mal den mit. Zack. So, diese grünlichen hier können wir auch nochmal ausprobieren. Die hatten wir bisher noch nicht. Also zumindest noch nicht aufgelöst. Völlig aufgelöst. Nehmen wir den hier. Sobald die Kugeln gleich dreckig werden, damit meine ich, wenn die so gescheckt sind, wird's schwierig. Da muss ich mal eben ganz schnell ein bisschen kürzer treten hier, so. Das kommt weg.